Dieses Programm, um das es geht, kann leider keine, bis auf ein einziges Beispiel, das ist ein Kurzfilm, keine ganzen Filme zeigen, sonst würden wir nämlich hier um 12 Uhr rausgehen, 12 Uhr nachts. Ich habe mich auch eingedenk dessen, was die Konzeption dieser Tagung ist, mal ein bisschen filmhistorisch umgesehen, auch breiter. Sie werden einige klassische, bekannte Namen natürlich finden in diesem Programm. Ich möchte es aber auch noch mal betonen, dass wenn man Material dazu, tatsächlich zeigbares Material dazu recherchiert, es auch was die Materiallage und die schnelle Verfügbarkeit von Material, Stichwort Edition, angeht, auch gar nicht so rosig ausschaut. Sie sehen also, und das entschuldigt gleich auch, dass einiges von diesem Material, was hier auf der Leinwand zur Erscheinung kommen wird, schlicht und einfach nicht toll ausschaut. In der großen Projektion sieht es nicht besonders toll aus. Und jetzt kommt das Aber. Dafür wird es live begleitet. Wir haben drei Stummfilme, um die es geht, und einen Tonfilm. Und diese Stummfilme werden live begleitet von Eunice Martins. Bitte begrüßt und begrüßen Sie Eunice Martins. Ich freue mich sehr, Eunice, dass das klappt, dass du dir das antust, sozusagen Schnipsel oder Clips zu begleiten und keine ganzen Filme. Das ist eigentlich für eine Pianistin oder einen Pianisten absolut unter aller Kanone. Ich hoffe aber trotzdem, dass du Freude dran hast oder Freude dran haben wirst, und wir auch. Ja, ich gehe ein bisschen, und das ist mir sehr wichtig, dass ihr ein bisschen was über die Biografien auch erfahrt, dieser Frauen, um die es geht. Die meisten werden auch alle Namen kennen. Wir sind ja sozusagen unter Dokumentarfilm informierten Kolleginnen und Kollegen hier. Trotzdem würde ich gerne die eine oder andere Biografie auch nochmal in Erinnerung rufen, weil erstens mal jede tatsächlich anders ist, jede hat ihre Brüche. Du hast von Inga gerade vorhin von durchaus brüchigen, auch vor allem Berufsbiografien gesprochen. Das sind Jahrgänge, so zwischen den 1890er und 1900er, einer Jahren geboren oder Nuller Jahren geboren oder auch ein bisschen früher zum Teil schon, wo es für Frauen in einer Weise schwierig war, überhaupt, nicht jetzt nur im Mediensystem, sondern vor allem auch überhaupt beruflich Fuß zu fassen, je nachdem, woher sie kamen. Und ich habe mir im Vorfeld der Vorbereitung dieser vier weiblichen Biografien schon auch Gedanken darüber gemacht, woran knüpft das an, was man zum Beispiel auch zum Teil aus der Literatur kennt. Und ich habe zwei Namen zumindest zu präsentieren, die durchaus ähnliche Ausgangslagen haben. Das ist sehr interessant, weil sie auf der einen Seite vielfach Reisende sind. Sie sind nicht nur Reisende, aber viele von ihnen sind Reisende. Und auf der anderen, und sie sind Reisende eigentlich in eigener Sache. Das heißt, sie werden nicht irgendwo hingeschickt, von einem Institut bezahlt, weil es dann eine Expedition gibt, die mit Film begleitet wird. Das gibt es ja auch. Setzt aber natürlich voraus einen akademischen Rahmen und so weiter, ein großes Forschungsprojekt, das dann auch die meistens ethnografische oder geografische Filmarbeit mitbezahlt. Dazu werden wir von Gerlinde Watz was hören am Morgen, Freitag. Also jedenfalls von Gerlinde was hören. Mir geht es hier darum, Ihnen zumindest an zwei Beispielen Reisende vorzustellen, die schlicht und einfach einerseits aus Neugier auf die Welt und andererseits und die weite Welt, auf der einen Seite losziehen, aber auch immer mit einem Gedanken, was finde ich da und finde ich da in irgendeiner Weise was in mir selbst, vielleicht auch zu mir, was ich in den zivilisatorischen Gegebenheiten, in denen ich stecke, also sprich der westlichen Zivilisation, mit ihren ökonomischen und auch allgemeinen Pressionen, die auf Frauen lasten, nicht finde. Ich beginne mit einer echten Abenteurerin, und ich muss gleich korrigieren, Grass, das ist ein Klassiker des dokumentarischen Films, ethnologischen Films, ist nicht von 1923, sorry, ich konnte es nicht mehr korrigieren, sondern von 1925. Und wenn ich diese Namen, in dem Fall also Margaret Harrison, und jeweils unschreibe, dann meine ich, dass es hier wirklich um zweierlei geht. Einerseits ein kurzes Porträt von diesen Frauen zu geben und andererseits eben
die Möglichkeit zu eröffnen, wenigstens einen Eindruck aus diesen Filmen zu gewinnen. Wie gesagt, mehr oder weniger schlechter Qualität, dafür sei nochmal eine Entschuldigung gesagt. Wenn wir, ich fange mal ganz banal an, wenn wir filmografisch arbeiten, dann, heute heißt das Metadaten erheben, dann sind wir auf Quellen angewiesen. Wir haben das x-fach natürlich auch im Dokumentarfilmprojekt durchexerziert. Manche Daten sind sehr breit und sehr vollständig, manchmal findet man nur ein, zwei Namen. Und in diesem Fall ist es tatsächlich so, wenn wir jetzt so nach FIAF Standard jetzt hier mal sagen, Titel, Land, Jahr, Regie, dann finden wir zwei Namen, die wir aus dem, vielleicht die Spielfilmfreunde unter euch werden das wissen oder Freundinnen unter euch werden das wissen, vor allem von King Kong her kennen. Also Cooper Schoetzacks King Kong, ein berühmter Film. Die Dokumentarfilm geschichtlich erfahrenen Kolleginnen und Kollegen unter euch werden natürlich diesen Film auch kennen, Grass, A Nation's Battle for Life. Aber was nun tatsächlich sozusagen das filmografische Datenblatt hergibt, ist eben nicht so beschaffen, dass es die wahren Verhältnisse hinter diesem Film und im Vorfeld dieses Films tatsächlich reproduziert. Und deshalb werden Sie und werdet ihr jetzt was über Margaret Harrison hören. Margaret Elton Baker wurde 1879 als eine von zwei Töchtern eines wohlhabenden Reeders in Baltimore geboren. Beide Schwestern wuchsen wie Prinzessinnen auf. Margaret verehrte ihren Vater, aber der Kontakt zu ihrer überbehütenden und alles kontrollierenden Mutter blieb, so heißt es, kalt und distanziert und dessen Leben lang. Margaret studierte ein Semester am Radcliffe College und begann eine Affäre mit dem Sohn ihres Vermieters, worauf die Mutter scharf intervenierte und Margaret nach Italien schickte, damit die unstatthafte Beziehung ein Ende fände. Trotz vehementer Proteste der Mutter heiratete Margaret 1901 den recht mittellosen Thomas B. Harrison. Ein Jahr später wurde der Sohn der beiden geboren. 1915 starb ihr Ehemann und hinterließ Margaret und ihren Sohn tief verschuldet, da sie sich über Jahre hinweg Geld von ihrem Vater geliehen hatte. Ohne Beruf dastehend gelang es ihr mit Hilfe ihres Schwagers einen Job als Assistentin des Herausgebers der Zeitung The Baltimore Sun zu bekommen, was ihr zunächst 20, später 30 Dollar pro Woche einbrachte. Dank ihres gesellschaftlichen Hintergrunds und ihrer Fremdsprachenkompetenz stieg sie innerhalb der Zeitung schnell auf. 1917 verfasste sie Artikel über Frauenarbeit im Krieg und hob hervor, dass Frauen genauso gut arbeiten können wie Männer oder sogar noch besser. 1918, als die USA in den Krieg in Europa eingetreten waren, entwickelte sie den starken Wunsch, über die Verhältnisse in Deutschland zu berichten. Da jedoch Frauen nicht als Kriegskorrespondenten anerkannt waren, beschloss sie, Spionin zu werden. Mit einer Empfehlung wandte sie sich an den Chef des US-Militärgeheimdienstes, General Marlborough Churchill, und bot ihm ihre Dienste an. In ihrer Bewerbung beschrieb sie sich als gesund und drogenfrei. Weit gereist zu sein, in Europa und fließend Französisch und Deutsch sprechend, dazu Italienisch und etwas Spanisch, das bewirkte den Erfolg ihrer Bewerbung. Unmittelbar nach dem Krieg im Dezember 1918 wurde sie schließlich nach Deutschland geschickt, mit dem Auftrag, über politische und ökonomische Verhältnisse zu berichten, die für die bevorstehende Friedenskonferenz von Relevanz sein könnten. Sie spionierte 1920 für die USA, auch in Russland und Japan, als Korrespondentin der Associated Press und berichtete unter anderem über die wirtschaftliche Lage im revolutionären Russland und half amerikanischen politischen Gefangenen dort aus der Patsche sozusagen, mit Geld, mit Dingen des täglichen Lebens. 10 Monate verbrachte sie in der Lubjanka. Dank ihrer guten Kontakte wurde sie gegen Lieferungen von Nahrungsmitteln aus Russland freigekauft. 1923 wurde sie in China erneut verhaftet und nach Moskau gebracht, aber noch vor ihrem Prozess dank der Intervention einer US-Hilfsorganisation freigelassen. Ihre Erlebnisse in der Gefangenschaft hat sie zwischen 1921 und 1924 in mehreren Büchern veröffentlicht.
Marian C. Cooper lernte sie 1920 in Warschau kennen und unterstützte ihn mit Essen, Büchern und Decken, als er seinerseits in einem russischen Arbeitslager einsaß. Und sie finanzierte wesentlich den Film Ross, einen Klassiker des ethnografischen Films. Er thematisiert die alljährliche Wanderung des iranischen Stammes der Bakhtiari, die unter größten Entbehrungen ihre Herden und ihr gesamtes Hab und Gut durch unwegsame Bergregionen transportieren, um sie zu jenseits gelegenen Weidegründen zu bringen. Harrison ist auch mehrfach selbst im Bild zu sehen, als Begleiterin des ziehenden Stammes. Aufnahmen, die, wie wir ohne Probleme heute erkennen können, wie der ganze Film natürlich, in weiten Teilen zumindest, gestellt sind. Coopers Co-Produzent Ernest B. Schoetzack, ich habe schon erwähnt, wir kennen die beiden als Regisseure von King Kong, sagte in einem späteren Interview, ihre Aktivitäten leugnend, sie hätte keinen Strich O-Ton während dieser Expedition getan. Ich werde, bevor es losgeht mit der Sequenz, auch gleich ein paar Zwischentitel zeigen, die Sie in der Anfangssequenz spezifisch in diesem Film positionieren. Zu dieser Zeit waren Frauen von der Mitgliedschaft in den meisten Berufsorganisationen ausgeschlossen. Aufgrund ihrer Frustration darüber und für Gleichstellung eintretend, gründete Margaret Harrison 1925, also unmittelbar nach Rückkehr von der Reise, die Society of Women Geographers, und sie gründete das Kinderhospital von Baltimore. Wir sehen hier eine deutliche Positionsbestimmung. Dieses With Margaret Harrison zeigt an, einen, ich sage mal, schillernden Status, weil man auf der einen Seite sagen kann, klar, es ist die Position einer Actress, also einer, wenn man so will, Führungsfigur, die uns immer mal wieder in diesem Film begegnet, als ein sozusagen europäisches Element in einer exotischen Umgebung. Und andererseits kann man natürlich sagen, ja, in cooperation with, wenn man es ergänzt und wenn man es sozusagen freundlich nimmt. Aber es ist ganz klar ein Recorded for the Screen by Marian C. Cooper and Ernest B. Schoetzack. Und die Autorschaft ist eigentlich nicht klar mit diesem Brief. Ist sie auf jeden Fall in einer sehr, sehr schillernden, sehr passagieren Position, sage ich mal, so wie die beiden oder wie die Produzenten dieses Films ihr das hier zuweisen, die Rolle. Und ich denke auch, was ich vorhin über die Reisenden gesagt habe, trifft natürlich für den ganzen Anlass dieses Unternehmens auch zu. Ich muss das jetzt nicht im Einzelnen lesen, Sie haben es auf der Präsentation. Wichtig ist vielleicht, dass das Ganze nicht als ein wissenschaftlich neutrales Unternehmen gekennzeichnet wird und expliziert wird, sondern tatsächlich als eine Suche, eine Queste, wenn man so will. Eine Suche nach Ursprünglichkeit, eine, wenn man so will, Zivilisationsmüdigkeit, die da dahinter ist auch. Und natürlich, das ist immer mitzudenken, deshalb steht hier Dokumentarfilm als Abenteuer, mal so grob getitelt für dieses erste Beispiel, dass es sich natürlich um ein Abenteuer handelt. Man will etwas finden, was schwer zu erreichen ist, nämlich diese Bakhtiari, man will sie aufsuchen, man will sie beobachten und natürlich immer mit dem im Prinzip klassischen Reisehintergedanken, vielleicht auch noch der Bildungsreise, die da mitschwingt, dass sich sozusagen die Reisenden selbst damit auch verändern, dass sie etwas mit dieser Spurensuche für sich selber auch mitnehmen. Und das ist eine sozusagen Konzession an ein Jenseits eines reinen wissenschaftlichen Verfahrens oder eines reinen wissenschaftlichen Unternehmens, zumindest so, wie die damalige Ethnographie und die Ethnologie beschaffen ist. Und hier dieses Betonen sozusagen einer Nähe, we are part of this, of that great migration, we are the travelers who still face to the westward und so weiter. Das heißt, wir machen im Grunde genommen den Weg, These, der zivilisationshistorisch immer gegen Westen gegangen ist, mittlerweile sind die Amerikaner im Pazifik, weiter geht es nicht mehr, also an der pazifischen Küste, also sozusagen reflektieren wir darauf und gehen einen Weg
und das ist ein klassisches ethnografisches Denkmuster damals, wir gehen sozusagen in einer Gleichzeitigkeit, aber trotzdem kulturell sozusagen über die Jahrtausende zurück, indem wir eine bestimmte geografische Distanz überwinden, um eben bei diesem Stamm zu landen. Two men and a woman sought and found the forgotten people und so weiter. Und eingeführt, und dann gibt es gleich die Sequenz, wird Margaret Harrison folgendermaßen: author and travelers whose part in the search appears here. Und wir haben sie in einer Einstellung hier in einer extremen Stilisierung. Sie wendet sich so ein bisschen von links nach rechts leicht mit dem Kopf, also sehr, sehr mysteriöser Ansatz. Sie ist im Übrigen immer in jeder Szene perfekt gekleidet. Das heißt, sie ist eigentlich nie dreckig, sie sitzt aufrecht auf ihrem Maulesel oder manchmal ist es ein Pferd. Und dann, wie gesagt, geht es über diese großen Distanzen eben in die Gegend dieser Bachtiare, wo sie mit Zeuginnen werden dieses einmal jährlich stattfindenden großen Trecks, wenn man so will. Ja, dann geht's jetzt los. Und ich klicke jetzt einfach hier rein, oder? Wie starte ich? Wunderbar.
Ja, zu den asiatischen Abenteuern kommen wir dann am Ende nochmal zurück, allerdings nicht ganz so geladen und lebendig, wie das hier natürlich auch durch die Tiere. Ja, besser so? Gut? Okay. Erschienen ist. Ja, an einer Filmuniversität, die eine äußerst aktive Abteilung für Montage hat, muss ich sie natürlich nicht vorstellen. Es für Schub, der ich so mal den Titel als Dokumentarfilm als Montageexperiment, das ist banal, aber mir ist dann auch nichts Besseres eingefallen, gegeben habe. Es für Schub und der Fall der Dynastie Romanow 1927. Würde sie auch gerne mal noch vorstellen. Wir haben sie hier in einer etwas verwaschenen Aufnahme. Sie wurde 1894 geboren im südwestrussischen Surasch. Mitte der 1910er Jahre ist sie nach Moskau gegangen und studierte an der Hochschule für Frauen Literatur. Dort kam sie in Kontakt mit den revolutionären Ideen und war unter den Studentinnen, wie es heißt, auch äußerst beliebt. 1918 begann sie ihre Karriere in der sowjetischen Verwaltung bei der Leitung der Theaterabteilung des Volkskommissariats für Erziehung. Langer Begriff. Obwohl sie eigentlich nur für einfache Sekretariatsaufgaben angestellt war ursprünglich. Vom Theater fasziniert, begann sie mit dem Regisseur Vsevolod Meyerhold und Wladimir Majakowski zusammenzuarbeiten und war in das Manifest für die Erneuerung des Theaters involviert, das der Regisseur Jewgeni Vakhtangov verfasst hatte. Zusammen mit der Dichterin Nina Rukavishnikova kreierte Schub eine Massenpantomime mit Hunderten von Komparsen. Und diese Massenpantomime ist 1921 im Moskauer Zirkus aufgeführt worden. Ebenso hatte sie Kontakt mit der Linken Front der Künste, einem Künstlerkollektiv, dem Schub bis Ende der 20er Jahre verbunden blieb. Majakowski blieb als Gründer dieser Gruppe ihr wichtigster Unterstützer. Mitte der 1920er Jahre gelang es ihr dann, dank seiner Fürsprache zum Film zu wechseln. Von 1928 bis 1931 war sie Mitglied der künstlerischen Avantgarde-Gruppe Oktober, dem letzten konstruktivistischen Kollektiv. 1922, wir springen wieder ein bisschen zurück, kurz nachdem sie bei Goskino, der staatlichen Filmgesellschaft, angestellt worden war, wurde sie neben Tatjana Lewintow Chefin der Montageabteilung. Bei Goskino und Kino Moskwa erhielt sie ein spezielles Training, in dem sie lernte, politisch unkorrekte Sequenzen, man sollte vielleicht sagen unkorrekt gewordene Sequenzen, aus Filmen herauszuschneiden, um sie für das sowjetische Publikum passend zu machen. Mit dem Umschneiden und Umtiteln von Importfilmen für den heimischen Verleih entwickelte Schub einen neuen Stil in der Gestaltung dokumentarischer Filme. Aufgrund des Mangels eigener Produktionskapazitäten und des Mangels an Importfilmen, der gleichzeitig auf dem Markt drückte, wurden ältere Titel den ideologischen Prinzipien der Kommunisten angepasst. So schnitt Schub zum Beispiel Charles Chaplins Carmen von 1916 und Griffiths Intolerance von 1915 um. Danach wandte sich Schub neuen Filmen zu und wirkte am Drehbuch von Eisensteins Streik, Stachka, von 1925 mit. Ebenso schnitt sie die Juli-Revolutions-Episode von Eisensteins Oktober von 1927. 1923 arbeitete Schub in der dritten Fabrik von Goskino an mehr als 40 Filmen. Mit dieser Erfahrung im Rücken entwickelte Schub ein neues dokumentarisches Subgenre, den Kompilationsfilm. Der Fall der Dynastie Romanow von 1927 ist Teil einer Trilogie über den Aufstieg der Bolschewiki zur Macht 10 Jahre zuvor, also zum 10-jährigen Revolutionsjubiläum. Der Film ist aus heterogensten Sequenzen montiert
alte Wochenschauen, Amateurmaterial, Material von den offiziellen sogenannten Zarenchroniken. Dieses Material hat sie vor der Vernichtung gerettet, holte es aus den Kellern und Verstecken der Kriegskameramänner Alexander Lewitzky und Eduard Tissé, Kameramann von Eisenstein, die sie, wann immer möglich, auch zu diesem Material befragt hat. So rettete sie auch wertvolles Material aus den Revolutionsjahren selbst, das sie teils auch mit einfachen Mitteln restaurierte. Mit der Fall der Dynastie Romanow setzte Schub einen Kontrapunkt zu Dziga Vertovs Diktum vom überrumpelten Leben als dokumentarischem Credo. Sie sichtete hierzu ca. 1 Million Meter Filmmaterial, das von offizieller Seite als verloren ausgegeben worden war. Ca. 6000 Meter wurden für die Montage dann verarbeitet. Ihre Methode besteht in einem minutiösen Studium kleinster formaler Elemente und in der Anordnung von Einstellungen, die primär weder einen temporären noch räumlichen Zusammenhang hatten, um damit einen politischen Standpunkt zu kreieren. Sie lernte dabei von Kuleshov und Eisensteins Montagetheorie, wie sie im Übrigen auch Eisenstein selber Schnitt beigebracht hat. Als ein historisches Bilderbuch, so finden wir vereinzelt in der Literatur, zeigt der Fall der Dynastie Romanow die reale Februarrevolution von 1917. Ein Projekt mit dem Titel, das würde ich gerne noch erwähnen, ein Projekt mit dem Titel Frauen von 1933-34, also schon aus der Tonfilmzeit, wurde niemals vollendet. Es sollte zeigen, dass nur die proletarische Revolution in der Lage ist, die Frauenfrage zu lösen. Das ist der berühmte marxistische Nebenwiderspruch, dem ja dann die neuen Frauenbewegungen deutlich widersprochen haben, eben indem sie nach wie vor die sogenannte Frauenfrage, wie sie in dieser Vokabel aus dem 19. Jahrhundert von Bebel und anderen überliefert ist und ins 20. Jahrhundert in die theoretischen Bemühungen reingekommen ist, deutlich davon auskoppeln, doppelt abkoppeln. Wir wissen zum Beispiel, dass in der Sowjetunion, gerade was zum Beispiel das Abtreibungsrecht dann angeht, relativ früh eine liberale Politik gefahren wird in den ersten nachrevolutionären Jahren, also vor allem auch bis in die Neppzeit hinein, Zeit der neuen ökonomischen Politik, dann aber extrem restriktiv im Sinne einer pronatalistischen Bevölkerungspolitik, die sozusagen immer schon die Gegner natürlich auf beiden Seiten, das ist im Dritten Reich ganz genauso selbstverständlich, ganz, ganz strenge Abtreibungsgesetze plötzlich erlassen werden, bis hin zur Todesstrafe, also mehrjährigen Gefängnisaufenthalten und so weiter. Und diese sehr, sehr stark auf die eigene Entscheidung gehende liberale Ordnung der frühen 20er Jahre, wesentlich auch inspiriert durch Alexandra Kollontai, eine ganz wichtige Frau der russischen Revolution, vor allem auch als Juristin, wieder zurückgenommen wurde. Also das ist, sollte man auch bei diesen Entwicklungen natürlich sehen im Hintergrund. Das Drehbuch von Frauen, wie gesagt ein unvollendeter Film, zeigt, wie Frauen von der bolschewistischen Revolution befreit wurden und durch die Revolution befreit wurden von einem ja, damals frühkapitalistisch zu nennenden russischen Gesellschaftssystem, das sie in zweierlei Hinsicht ausgebeutet hat. So ist die Position dieses Films, einerseits als Objekte des Begehrens, also als sexuelle Objekte, und andererseits als Minderheit innerhalb der Arbeiterschaft, die eben nicht in der Weise durchsetzungsfähig ist, wie versuchsweise zumindest, wie eine gewerkschaftlich orientierte, primär männeradressierende Arbeiterschaft. Ihre Idee war es, und das ist das Interessante dran, finde ich, weil es so etwas wie ein Direct Cinema, wenn man so will, vorwegnimmt, Frauen vor der Kamera ihre Lebensgeschichten erzählen zu lassen, aber ebenso, und das ist anders, Spielfilmfragmente zu benutzen, die die Befreiung ihrerseits thematisierten. Damann, und das ist interessant, weil es ein Zugeständnis ist an den beobachtenden Modus hier,
da sie das sozusagen nicht reinholen kann, holt sie sich das dokumentarisch in einer Live-Kamera sozusagen nicht reinholen kann, holt sie sich das aus Spielfilmen. So hat sie das konzipiert. Wie gesagt, dieser Film ist nicht fertig geworden. Ich weiß nicht, ob davon Material erhalten ist. Ich habe das nicht lernen können im Vorfeld. Esfir Schub machte die Dokumentarfilmmontage zu einem dramaturgisch wirksamen Mittel der filmischen Form. Ebenso hat sie neue theoretische Perspektiven nicht fiktionalen Filmemachens eingeführt. Soweit. Und wir sehen jetzt hintereinander zwei Sequenzen aus der Fall der Dynastie Romanow. Thank you.
Zweites Stück. Ja. Entschuldigung. Thank you.
Die dritte im Bunde ist Ella Bergmann-Michel, die Frau mit der Ika Kinamo, wie sie so schön heißt. Steht ein bisschen so unter dem Motto Dokumentarfilm, Amateurfilm und soziales Engagement. Ella Bergmann-Michel ist 1895 als Tochter eines Drogisten in Paderborn geboren worden. 1914 begann sie ein Studium an der Großherzoglichen Sächsischen Hochschule für Bildende Künste in Weimar, die von den reformerischen Ansätzen Henry van der Veldes geprägt war. Dort besuchte sie die Zeichenklasse von Walter Klemm und lernte auch ihren späteren Mann Robert Michel kennen. Ab 1920 lebten die beiden mit ihren zwei Kindern auf der Schmelzmühlen in Vockhausen im Taunus, die sich zu einem der wichtigsten Treffpunkte von Künstlern der damaligen Zeit
unter anderem Willy Baumeister, Laszlo Mohinocz, Jan Tschichold und Kurt Schwitters entwickelte. Ella Bergen-Michel untersuchte zunächst in ihren fotografischen Arbeiten das Verhältnis von privatem und öffentlichem Raum. Sie interessierte sich für die sozialen Verhältnisse sowie für die Arbeits- und Wohnverhältnisse in Frankfurt am Main. 1931 war sie an der Gründung der Gruppe Das Neue Frankfurt beteiligt, die dem Architektur- und Designprojekt Neues Frankfurt zugehörte. Ebenso gründete sie die Liga für den unabhängigen Film. Diese Liga zeigte Avantgarde-Filme internationaler Filmemacher. Durch ihre Freundschaft mit der Fotografin Ilse Bing lernte sie den niederländischen Architekten Mats Damm kennen. Mit ihm drehte sie einen Film über ein von ihm und Ferdinand Kramer erbautes Altersheim in Frankfurt. Der Titel heißt So wohnen alte Leute. Zwischen 1931 und 1933 drehte Bergmann-Michel 5 Dokumentarfilme, allesamt auf 16 mm, neben dem erwähnten So wohnen alte Leute, den Film, den wir gleich sehen werden, Erwerbslose kochen für Erwerbslose, 1932, Fliegende Händler in Frankfurt am Main, ebenfalls aus diesem Jahr, Fischfang in der Rhön, auch aus diesem Jahr, und Letzte Wahl, beziehungsweise Wahlkampf 1932, die in Programmen mit Filmen von Joris Evans, Robert Flaherty, Mohinocz, Winfried Basse und René Clair gezeigt wurden. Bei allen ihren Filmen war Ella Bergmann-Michel für Buch, Regie, Kamera und Schnitt verantwortlich. Bei der Arbeit zu Wahlkampf 1932 über die Wahlpropaganda der Nationalsozialisten anlässlich der Reichstagswahl im November 1932 wurde sie kurzfristig verhaftet. Ihre Filmarbeit hat sie während der NS-Diktatur nicht fortgesetzt. Sie war als Werbegrafikerin tätig, unter anderem für Remsma-Zigaretten und den Starklichtlampenhersteller Continentallicht. 1937 ging Ella Bergmann-Michel durch die Vermittlung von Paul Seligmann nach London, wo sie für britische Firmen weiterhin als Werbegrafikerin tätig war. In ihren gegenständlichen Zeichnungen kommentierte sie das politische Zeitgeschehen in ihrem Heimatland. Bei Kriegsbeginn kehrte sie nach Deutschland zurück und nach dem Krieg blieb sie weiterhin Malerin und Grafikerin. Wir sehen Erwerbslose kochen für Erwerbslose von 1932. Mal klicken. Thank you.
zum Abschluss noch eine Ella. Und wir kommen zurück zu den Reisenden. Das ist jetzt auch ein Zufall, dass das so ein Bogen schlägt, weil ich habe es einfach chronologisch angeordnet. Zu diesem Film kann man philologisch eine ganze Menge sagen, das mache ich gleich. Ich würde Ihnen gerne die vielleicht jetzt in dieser Runde unbekannteste Frau vorstellen, Ella Maillard. Ella Maillard ist 1903 in Genf als Tochter des wohlhabenden Pelzhändlers Paul Maillard und seiner Frau Dagmar Klin, die aus Dänemark in die Schweiz gekommen war, geboren worden. Schon früh übernahm sie die Begeisterung der Mutter für den Sport, insbesondere das Segeln und das Skilaufen. Das kann man ja da in der Gegend auch ziemlich gut. 1922 gründete Maillard den ersten Landhockeyclub für Frauen in der Westschweiz und segelte zusammen mit ihrer Jugendfreundin Hermine de Saussure nach Korsika. Weitere Bootsreisen folgten. 1924 vertrat sie die Schweiz bei den Olympischen Spielen im Einhandsegeln. Als Skiläuferin war sie Mitglied der Schweizer Nationalmannschaft und wurde Trainerin des schweizerischen Damen-Landhockeyteams. Zwischen 1930 und 1932 unternahm Ella Maillard Reisen nach Moskau, in den Kaukasus und in die kleinasiatischen Sowjetrepubliken. Darüber verfasste sie Zeitungsartikel und ihre ersten Reiseberichte in Buchform. 1934 reiste sie im Auftrag der Pariser Zeitung Le Petit Parisien in die Mandschurei und unternahm anschließend mit dem Times-Reporter Peter Fleming eine Reise durch die entlegensten Regionen Chinas mit dem Ziel, quasi von hinten Kaschmir zu erreichen. Nach einer weiteren Reise durch Indien, Afghanistan, Iran und die Türkei 1937 fuhr sie mit der Schriftstellerin und Fotografin Annemarie Schwarzenbach. Hier haben wir Annemarie links und die beiden dann rechts, mit deren funkelnagelneuem Ford von Genf nach Kabul. Das Ziel der beiden, und darüber gibt es ja auch einen Spielfilm, der heißt Die Reise nach Kafiristan von den Gebrüdern Dubini, ich glaube aus dem Jahr 2006 oder 2009, gar nicht so uninteressant, finde ich, als Spielfilm gemacht. Das Unternehmen war, den Stamm der Kafiren zu finden. Dieser Stamm der Kafiren war eine legendäre Ethnie innerhalb Afghanistans, weil man annahm, das seien mit den westlichen Völkern verwandte Menschen. Man dachte sie sich als blond und sie haben nach damaliger Vorstellung auch insofern andere Sitten gehabt, als sie zum Beispiel nicht am Boden gesessen sind beim Essen, sondern auf Schemeln. Und das war eine Art Mystifikation, kann man so sagen, denn mehrere Forschungsgruppen, so dann auch später oder überhaupt auch schon in der Zeit des Nationalsozialismus, haben sich in diese Richtung aufgemacht. Man wollte Schädel vermessen und die üblichen biometrischen Methoden anwenden, um eben die Besonderheit dieses Stammes herauszuarbeiten. Doch dieses Unternehmen scheiterte für die beiden Frauen. Sie kamen nicht dahin, schlicht und einfach deshalb, weil der Zweite Weltkrieg ausbrach. Und dieses Ausbrechen des Zweiten Weltkriegs hat das Unternehmen vorzeitig gleichwohl auf afghanischem Boden beendet. Man muss dazu sagen, dass diese Reise der beiden Frauen, und Annemarie Schwarzenbach ist heute in der Schweiz eine absolute Kultfigur, auch geehrt in Ausstellungen, eine insgesamt sehr, sehr unglückliche Existenz, kann man vielleicht schon heute sagen, und in einer ähnlichen, sage ich mal, sozialen Atmosphäre aufgewachsen, wie wir das bei Margaret Harrison durchaus haben, ein bisschen später, mit einer absolut dominanten Mutter, auch einem Vater, der in dem Fall sich wenig gekümmert hat, ein sehr erfolgreicher Unternehmer,
mit Dependancen in den Staaten unter anderem. Und sie ist eine in jeder Hinsicht als Krisenfigur bezeichnete Person. Annemarie Schwarzenbach verbindet mit dieser Reise der beiden Frauen ein bisschen was anderes als Ella Maillard. Ella Maillard versucht, und das versucht sie vergeblich, durch ihre Arbeiten, durch ihre Reiseberichte, die sie von ihren Reisen zurückbringt, ja nicht nur als Journalistin, sondern vor allem eben auch als Buchautorin, einerseits Fuß zu fassen, davon leben zu können. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, was ganz wichtig für sie war, sie wollte Mitglied der Royal Geographic Society werden. Das haben die Engländer ihr verweigert, weil sie eine Frau war. Dennoch haben sie diese Reise unterstützt, also die Royal Society hat diese Reise unterstützt durch gute Karten. Das ist wichtig zu wissen. Bei Maillard, wie gesagt, überwiegt, so kann man, denke ich, das schon interpretieren, eine durchaus eine aufs Professionelle, auf den Beruf zielende Intention. Sie nimmt auch, und Sie werden sie auch gleich in der Originalstimme hören, sie nimmt, ich glaube, man kann sie als relativ nüchterne Person bezeichnen. Die beiden Frauen tun sich aber unter anderem schlicht auch deshalb zusammen, weil Schwarzenbach dieses funkelnagelneue Auto hat. Und sie eigentlich in einer anderen Weise unterwegs ist, also eher in Richtung einer ganz deutlich ausgeprägten Zivilisationsflucht. Sie will sich auch erholen. Sie will, wenn man so will, clean werden. Sie ist drogenabhängig, sie nimmt Morphium regelmäßig und, wenn man so will, hat einen großen, großen Kater, so könnte man das vielleicht sagen, auch einen Drogenkater, aus ihrer Zeit in der Berliner Bohème, die sie in den 20er, frühen 30er Jahren zugebracht hat. Also unterschiedliche Reiseintentionen. Annemarie bricht die Reise vorher ab und sie fährt dann zurück in die Schweiz, während Maillard die ganze Kriegszeit über in Indien verbringt dann und macht verschiedene, ja, wenn man so will, spirituelle Erfahrungen, könnte man sagen, mit verschiedenen hinduistischen Meistern. Also sie meditiert, sie, was man halt so macht, Yoga und so weiter. Ne? Und ist dann natürlich auch in dieser Kultur drin, wenn ich das mal so flapsig sagen darf. Also sie setzt sich da nieder und kommt dann auch zurück nach dem Krieg, geht wieder nach Genf und lebt gleichzeitig und abwechselnd in Genf und in einem Walliser Bergdorf, übernimmt aber von dort auch aus immer wieder Reisen, vor allem nach Indien. Und wenn man so will, sie hat einen Lebensrhythmus, der, glaube ich, dem vieler damaliger Reisender, die sich das leisten können, schlicht und einfach entspricht, nämlich sie reist und dann kehrt sie nach Hause zurück und schreibt, und das ist in einem solchen Rhythmus. Die Bücher haben durchaus Erfolg, es sind etwa 8 an der Zahl, die sie geschrieben hat. Und was dazu kommt, ist, diese Reisen jetzt nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, sind geprägt dafür, davon, dass sie eben auch touristische Reisen macht. Das heißt, sie wirkt als Reiseleiterin und begleitet Touristen in asiatische Länder. Der Film, von dem wir 2 Ausschnitte sehen werden, Nomad Afghan, ist, wie gesagt, von 1939. Er ist entstanden auf der erwähnten Reise, die sie mit Schwarzenbach unternommen hat. Die beiden Frauen haben sich deutlich, wenn man so will, Positionen erarbeitet auf dieser Reise. Schwarzenbach ist eine sehr, sehr professionelle Fotografin damals schon, hat eine 6x6 Rolleiflex, die sie auf jede ihrer Reisen mitnimmt. Sie macht auch Sozialreportage, oder hat sie schon gemacht, viele. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite schreibt sie kürzere Artikel und sie schreibt vor allem Prosa, nicht im Sinne von Reiseberichten, sondern tatsächlich eine Art Rollenprosa, könnte man vielleicht sagen. Es ist deutlich mehr fiktional auch geprägt, fiktionale Einsprengsel, und es ist ein sehr stark sozusagen auf das Ich bezogener Diskurs, während Maillard in einer eher, sag ich mal, ethnografischen Tradition dann diese Reiseberichte verfasst, und das werden Sie auch in Ihrer Sprache gleich merken, eine sehr, sehr nüchterne Berichterstatterin ist. Maillard hat mit einer 16mm Kamera gefilmt in Schwarz-Weiß und in Farbe, deshalb diese 2 getrennten Sequenzen.
Was ganz wichtig ist, wir haben gesprochen, Inga, du hast es am Anfang gesagt, natürlich auch von Überlieferung. Was haben wir da überhaupt für Material? Wie geht es diesem Material? Die Schweizer Cinemathek hat in den 80er Jahren diese 16mm Filme, so gut es ging, die waren natürlich auch nicht mehr bester Kondition damals, restauriert und macht sie sozusagen anschaulich. Und wichtig ist auch, dass Maillard einen großen fotografischen Nachlass hinterlassen hat. Der liegt im Musée d'Elysée in Lausanne ebenfalls dort. Ich glaube, sind einige Forschungen durchaus zu ihr im Gange. Und was ich interessant finde, auch nochmal zum Thema dauerhaftes Gedächtnis. Was ist aus diesen Frauen geworden? Erinnert man sich ihrer und in welcher Form vor allem erinnert man sich ihrer, auch jetzt außerhalb, sage ich mal, unserer Zunft? In ihrem Walliser Bergdorf ist ihr eine kleine Dauerausstellung gewidmet. Und das finde ich auch interessant, im kirgisischen Karakol sind ihre Fotografien zu dieser Region auch in einem Ortsmuseum dauerhaft ausgestellt. Also immerhin, man kann die Arbeiten sehen, die sie gemacht hat. Das ist, finde ich, in dem Fall wirklich bemerkenswert, weil ich glaube, keine der genannten Frauen kann sich dessen rühmen, eine zumindest im Land und in dem Land, das sie bereist, oder in einem Land, das sie bereist hat, eine durchaus solche Präsenz in der Gegenwart zu haben, wie Maillard das kann. Was wir sehen und hören, ist der Mitschnitt, vor allem hören, der Mitschnitt einer Aufführung dieses Films Nomad Afghan, der für meine Begriffe so in formalästhetischer Hinsicht jetzt nicht großartig gestaltet ist. Aber was ich interessant finde, ist, dass Maillard in doch etwas höherem Alter schon diese Bilder neu kommentiert. Und das ist eine spannende Differenz zwischen diesem Material, das von 39 ist, was dann natürlich erst geschnitten wurde, verarbeitet wurde, jetzt im Archiv liegt, und dann in einer öffentlichen Aufführung, deren Ton eben mitgeschnitten wurde, ihr Kommentar hier, ein Voice-Over-Kommentar eben mit in diesem Material mit veröffentlicht ist. Wir hören und sehen mal rein. Et en Iran, non, en Afghanistan, nous prenons la route du Nord en construction, que tout le monde nous déconseillait comme étant en très mauvais état. J'ai choisi la route du Nord parce qu'il n'y avait pas encore de policiers. Si on prenait la bonne route par Kandahar et Kaboul, nous n'aurions pas été libres d'aller où nous voulions et comme nous voulions. Alors, ça explique un itinéraire qui était un peu nouveau, parce que nous n'étions pas naturellement les seuls à faire ce voyage en voiture. J'avais l'exemple des archéologues français en Afghanistan qui allaient chaque année de Paris en Afghanistan. C'est d'ailleurs eux qui m'avaient expliqué l'Afghanistan quand j'y étais à deux reprises pendant 3 mois. Alors, voilà le travail de M. Buach que je remercie. Il a fait un montage, il est parti, je ne peux pas le remercier ou le critiquer, il paraît qu'il est à Paris. Mais je voulais que vous sachiez que ce travail de titan de reproduire image par image pour un film en noir et blanc et un film en couleur représente un travail énorme et c'est à cause de ce travail que je suis ici. Donc ce voyage a lieu en 1939. Et je vais vous expliquer rapidement avec les images les morceaux sauvés de ce événement. Et vous me direz si ça valait la peine de recoller tous ces morceaux. Alors maintenant, vous pouvez commencer, projection. Je vais commenter les images. Donc le campement au bord de la route, et la route est parfois en construction ici, c'est au nord de la Turquie. Nous sommes ici à Erzurum où il y a des maisons en bois et en pierre et des images parfois.
Ah, ceci aurait dû venir en premier. Nous mettons l'automobile dans un cargo. Voilà l'héroïne de ce voyage. Nous avions renforcé tout ce que nous pouvions. Nous sommes au village de Bayazit, au pied de l'Ararat. Le premier pont, ici, nous sommes déjà en Iran. Ça saute, vous voyez, c'est des images qu'on a pu sauver. Là, c'est dans le pays du Kurdistan, qui est encore très sauvage, où les femmes travaillent, comme vous voyez, avec beaucoup d'énergie pour pilonner le blé. Et ce sont ces mêmes Kurdes qui sont des victimes épouvantables des pays occupants, et principalement de l'Irak et de la Turquie. Les Kurdes à qui on promet l'indépendance depuis la première guerre de 14-18 et qui ne la reçoivent jamais. Un immense pays à cheval sur la Turquie, l'Iran et l'Irak. Le labour, un vieil manu avec une charrue. Et nous sommes au mois de juillet. La route en construction. Nous sommes à Erzurum, une ville historique avec de superbes mosquées et des palais anciens, où tous les voyageurs en voiture s'arrêtent ici à Bayazid. Une petite mosquée dans la montagne, à la frontière de l'Iran. La vue vers les petits champs, nous sommes toujours à Bayazid. Et dans le fond du paysage au nord, nous allons apercevoir le profil de l'Ararat comme une pyramide blanche où soi-disant l'arche de Noé aurait échoué. Mais les historiens prétendent que c'est en Mésopotamie que l'arche de Noé serait échouée. Nachdem das Buffet schon aufgebaut ist, erspare ich Ihnen und uns jetzt, dass da noch mehr wäre, weil man nämlich von dieser Farbe kaum mehr was sieht. Es geht einigermaßen. Ich glaube, wir lassen es, oder? Wollen Sie es noch sehen? Ja, es ist nicht so lang. Ein paar Minuten. Gerne. Thank you.
Alors la frontière vers Turkam était ouverte deux jours par semaine. Et je crois qu'ils payaient une petite redevance s'ils avaient du bétail avec eux qui avaient mangé en cours de route. Alors là, il n'y avait rien à manger. Voilà ce lent défilé. On admire la patience. Enfin, ils font ça depuis des millénaires, naturellement. Ils ne comprennent pas les nouveaux règlements des frontières imposés par des farangis, par des étrangers. Deux chèvres. Le col qui est mis autour des yeux des enfants, c'est pour tuer les rayons du soleil. Il paraît que ça fortifie les yeux, c'est pas seulement pour la beauté. C'est très utile, c'est leur manière à eux d'avoir des lunettes de soleil. La frontière. Oui, la lente patience des nomades. L'Andicotal, le point terminus des chemins de fer britanniques, toujours en prévision. Le fort de Chagai, terrain de foot. On retrouve les deux routes pour chameaux et pour automobiles. La rivière Kaboul se jette dans l'Indus. Quand Alexandre le Grand a passé par là, il n'a pas pu soumettre les tribus indépendantes de l'Afghanistan et une partie de ses armées sont parties au nord de Peshawar, dans les montagnes. Ils n'ont pas tous été dans la plaine. C'est Paul Pelliot qui essayait de retrouver exactement le passage d'Alexandre le Grand. C'est le tombeau probablement d'un saint homme où on vient en pèlerinage pour prier qu'il nous protège. Les offrandes votives. Souvent le
supporter la chaleur. Ma voisine me disait, pourquoi je ne donne pas le nombre de degrés de chaleur? J'ai dit, on ne s'est jamais occupé d'avoir un thermomètre en plein été pour mesurer la chaleur. Il suffisait qu'on ait chaud, ça suffisait que les gouttes de sueur tombaient. Déplaçons d'endroit en endroit, il y a des tribus différentes, avec des coutumes différentes, des manières de s'habiller différentes. Mais ceci n'est pas un film scientifique. C'était pris beaucoup trop rapidement. Mais là, parmi les nomades, nous avons toujours été bien accueillis. Ça, nous l'avons déjà vu, je crois, en noir et blanc. Et ça fait la page couverture de mon bouquin La Voix cruelle, publié en 1951. Alors, mon voisin à droite me dit que le film sur le Népal est également rénové par M. Buach, complètement refilmé. Alors celui-là est un film bien fait, dont je suis contente s'il y avait une projection peut-être pour l'année prochaine, parce qu'il est beaucoup plus logique et bien expliqué. Je suis allée au Népal seule pendant 4 mois en 51. Je voulais faire un film et un livre. J'étais sûre qu'en 52, l'équipe Genevoise de l'Androsas, avec Raymond Lambert comme chef et toute l'équipe de l'Androsas, arriverait au sommet de l'Everest, et je voulais vendre en priorité un film qui aurait fait ma fortune. Donc, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. C'est la vie qui existe depuis des milliers d'années et que ces gens-là ne comprenaient pas qu'on voulait leur imposer des lois et des frontières nouvelles qui s'étaient révoltées. Bon, il y avait aussi parmi eux des tribus pillardes qu'il a fallu mettre en ordre. Das war's. Hoppala. Entschuldigung. Das war's. Ganz herzlichen Dank nochmal an Eunice Martins. Ja, jetzt möchte ich Sie euch alle einladen. Draußen gibt es was zu essen und was zu trinken, noch ein bisschen beisammen zu bleiben. Und danke an Eunice, danke an Ursula. Und uns wünsche ich einen schönen Abend noch.